das hier ein Typ sein? Sind Sie denn von der Presse? Haben Sie Presseausweis? Kann der einmal sehen, was? Lange aus dem Bett. Ja, wir haben keine Informationen. Wir wissen nur, dass der Flugbetrieb eingestellt ist. Bisher weiß ich, dass der Flugbetrieb eingestellt ist und man sieht da auf dem Flugfeld Personen. Aber wie es weitergeht, also es landen keine Maschinen, es starten keine Maschinen. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ich finde es erstaunlich, dass zwei Personen hier aufs Flugfeld gehen können und dass keine Security da ist, die sowas stoppt. Das erstaunt mich wirklich. Schockiert, ne? Beziehungsweise, dass einen das selbst mal betrifft. Aber am ersten Ferientag ist das natürlich ein guter Zeitpunkt für die Aktivisten, das durchzuführen. Aber ja, ich kann die Leute verstehen, aber es ist für uns natürlich eine blöde Situation. Ne? Ja, wir haben gerade erst erfahren, dass da irgendwas nicht so richtig läuft, wie es laufen soll. Und warten jetzt erstmal ab, ob es uns betrifft. Und ja, sind im Moment noch ganz locker. Ja, man ärgert sich natürlich dann, wenn es dadurch dann jetzt zu Verzögerung kommt, aber man hofft trotzdem, dass alles gut geht. Fliegen wir heute am ersten Ferientag vom Hamburger Flughafen aus in den Sommerurlaub.
Noch sind wir nicht verärgert. Das kann man auch kommen dann. Ich habe überhaupt kein Verständnis für solche Maßnahmen. Es trifft Urlauber und das ist unmöglich. Wir warten jetzt seit einer Stunde. Wir waren ganz glücklich heute Vormittag. Alles gut geklappt mit dem Gepäck. Aber leider jetzt müssen wir hier warten. Manchmal mit Kindern ist es lebendig. Ja, ich glaube, das wurde geplant. Also das ist auch, ich glaube, dass die Aktivisten planen auch wann das passieren sollte. Und ja, wie gesagt. Das Chaos ist aus meiner Sicht noch überschaubar. Ich hätte es viel größer erwartet, aber natürlich ist es eine nicht schöne Situation, in der man sich hier so befindet. Naja, geplant ist es ja, dass es auf verschiedenen Flughäfen gleichzeitig abläuft, aber trotz alledem, die Klimaaktivisten wollen natürlich darauf hinweisen, dass einiges zu tun ist. Ob das die richtige Initiative ist, dass die private Person davon damit konfrontiert ist, weiß ich auch nicht. Also ich finde es schade, dass es hier gerade auf dem Rollfeld passiert und dumm, dass die Sicherheit am Flughafen es zulässt, dass die Leute über die Zäune gehen können. Das ist doch absurd. Genau, wir wollen in die Sommerferien fliegen und sind gerade etwas betrübt, weil wir nicht wissen, wie und ob es überhaupt weitergeht. Natürlich richtig sauer, ne? Das ist eine Schweinerei. Aber da ist wohl die Politik schuld daran. Ne? Ich meine, letztes Mal vor Gericht 1000 Euro Strafe haben die gekriegt, weil die da in Berlin da das zugemacht haben. Das ist ja wohl klar. Ne? Wenn man die doch bekräftigt bei ihrer Sache. Nein, haben die extra gemacht. Ne? Extra gemacht. Die Flughafengesellschaft sowieso so viele Probleme seit Pandemie. Und jetzt noch das. Chaos ist riesengroß. Aber selber schuld, wenn man die Grünen wählt. Ja. Auf jeden Fall sehr abgefuckt. Ich sag, ich bin auf jeden Fall genervt, weil man macht sich Gedanken, ob man jetzt fliegen kann, ob man das Geld zurückkriegt, ob man da und da vielleicht jetzt irgendwas bezahlen muss oder ob man, keine Ahnung, mit den Koffern, all das ist ganz viel Stress, ganz viel hin und her. Deswegen ist man sehr, sehr abgefuckt und natürlich nervt es einen. Also, wir wollen nach Malle fliegen und die Stimmung ist natürlich mies. Bis im Keller. So, ich habe meine Kinder, meine minderjährigen Kinder zum Flughafen gebracht, dass sie jetzt ins Ausland fliegen. Sie müssen umsteigen und warte jetzt hier seit über anderthalb Stunden, dass sie abfliegen können. Weil meine Kinder auch im Ausland umsteigen müssen, können sie jetzt unter Umständen den Anschlussflug verpassen. Damit habe ich enorme Schwierigkeiten. Emotional bin ich äußerst aufgebracht, weil sich die Klimaaktivisten nicht an demokratische Prozesse halten. Sie gehen hier mit brutalster Gewalt gegen die Leute vor, die hier das Bruttosozialprodukt erarbeiten. Und ich habe am Eingang, am Toreingang nichts gesehen, dass sie hier derartige massive Störungen organisieren. Im Prinzip werden hier ganze Familien, ganze Bevölkerungsteile aufgehalten, ein Sicherheitsapparat in Gang gesetzt, was enorme wirtschaftliche Schäden verursacht. Das kann ich nicht nachvollziehen. In einem demokratischen Prozess kann man gerne sein Plakat hochhalten, sich an den Tisch setzen, sich miteinander unterhalten, Fakten auf den Tisch legen, versuchen sich gegenseitig zu überzeugen, aber das hier, das ist keine Überzeugungsarbeit, das ist Terror pur aus meinen Augen.